Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot, und ich melde mich mal wieder zu unserem Thema, zu Escape from Tarkov. Ja, meine Freunde, ich weiß ja nicht genau, inwiefern ihr das selber verfolgt, aber natürlich ist es um Escape from Tarkov, was jetzt Videomaterial angeht, das dürftet ihr selbst mitbekommen haben, relativ ruhig geworden wieder, oder beziehungsweise gibt's da immer noch nichts Neues seit dem Alpha-Gameplay. Und im Endeffekt habe ich natürlich auch selber weiter rumgesucht und Interviews im Internet habe ich an sich natürlich auch ein paar kleinere gefunden, so nebensächlich mit ein paar Homepages, die dazu ein bisschen was bringen wollten, aber es kam nicht wirklich was Neues, außer dass im Endeffekt halt gefragt wurde, wie jetzt die Alpha-Phase läuft, ob die Community hilft dabei mit Bug-Reports und so weiter. Naja, da sagt im Endeffekt der Nikita Bujanov, dass die Community auf jeden Fall übertrieben hilft, da diese Bugs zu lokalisieren, sodass sie die im Endeffekt auch wieder ausmerzen können. Ansonsten gibt es wirklich noch nicht viel Neues. Ich bin gespannt, was jetzt im November kommt. Im November ist ja im Endeffekt die Beta eigentlich geplant. Zumindest, wenn ihr das vorige Video gesehen habt. Auf der Gamescom haben die Developer ja im Endeffekt gesagt, dass das geplant ist, dass im November die Beta startet. Ich bin immer noch gespannt, was daraus wird und hoffe natürlich, dass es klappt, damit auch alle anderen von euch das auch testen können, das Spiel, und endlich mal einen eigenen Eindruck bekommen können, ob es die Erwartung von einem erfüllt, ob es das ist, was man oder wie man es sich vorgestellt hat, etc. pp. Natürlich immer der eigene Eindruck zählt am meisten. Ja, wie gesagt, aber neue Insider-Informationen dazu gibt es leider Gottes nicht. Das Einzige, was wir jetzt im Endeffekt regelmäßig von den Developern und den Entwicklern halt bekommen, sind Bilder. Gerade bei Facebook werdet ihr das auch schon mitbekommen haben. Wir kriegen Bilder und Stories, wie sie gerade wieder auf einer Shooting Range waren und neue Waffen ausprobiert haben, um sich die Waffenmodelle genauer anzugucken, das Schussverhalten etc. pp. Ihr wisst ja genau, wie detailliert und genau die das alles nehmen. Und da sind die wieder auf der Shooting Range gewesen und da haben wir wieder einige Bilder zu bekommen, die ihr jetzt hier auch im Hintergrund die ganze Zeit ablaufen seht. Natürlich nicht nur das von ihrem kleinen privaten Vergnügen, wenn man so möchte. Also ich denke schon, dass das denen Spaß macht. Natürlich wird das auch Game-Hintergrund haben, aber wir haben natürlich auch anderes geliefert bekommen. Wir kriegen natürlich auch immer wieder neue Waffen oder überhaupt Objektmodelle, die sie gerade fertiggestellt haben, werden uns auch bei Facebook im Endeffekt von denen vorgestellt. Das heißt, man hat zum Beispiel jetzt letztens wieder ein kleines SMG gesehen oder eine Pistole etc. pp. Oder das Auto ganz dolle ähnlich aussieht wie ein BMW als sozusagen Luxusvehikel aus Tarkov. Das ist an sich ja nicht großartig was Neues. Natürlich sind die Modelle relativ neu und auch super, dass sie uns im Endeffekt zeigen, was sie jetzt fertiggestellt haben, was dann im Endeffekt bald implementiert werden kann bzw. implementiert wird. Allerdings gibt es eine Sache, die natürlich noch etwas interessanter ist als das, was wir bisher schon kennen, denn die Entwickler wollen ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Und zwar Licht ins Dunkel, was die Story von Escape from Tarkov angeht. Dazu lasse ich euch ja auch noch Bilder einblenden. Und zwar versuchen die Entwickler hier die Story, die Zeit vor der Krise in Tarkov, ein bisschen näher zu beleuchten. Was für eine Stadt Tarkov war, welche Verhältnisse geherrscht haben, wie es zu dieser Krise kam, das baut sich alles natürlich storymäßig langsam auf und da sind die Entwickler jetzt gerade dabei, uns immer mehr Input zu liefern, dass wir dort sehen, was genau ist denn in Tarkov passiert, beziehungsweise was waren die Umstände, die vielleicht irgendwann dazu geführt haben, wie war Tarkov überhaupt, bevor die Krise passiert ist. Alle Sachen, die wir natürlich bisher nicht wissen, wir kennen Tarkov bloß aus der Krise, wo die beiden Söldnerparteien gegeneinander kämpfen und natürlich auch die Scuffs. Von daher auch schon eine ganz geile Idee, gerade hintergrundstorytechnisch, wieso, weshalb, warum, finde ich ein echt geiles Gimmick und damit wollen die Entwickler immer wieder zeigen, dass das Game nicht einfach nur ein Shooter ist, sondern auch einfach Background Informations hat, Hintergrundstory. Also nicht einfach bloß ein doofes Geballer. Das wollen sie ja, dass im Endeffekt Escape from Tarkov nicht einfach nur für so ein Baller-Shooter-Ding gehalten wird, aber jeder von euch schon die Alpha gespielt hat ein bisschen, hat selbst schon gemerkt, dass Escape from Tarkov nicht einfach bloß ein Shooter ist. Für einen Shooter ist das alles viel zu komplex und ich freue mich, meine Freunde, weil jeder, der interessiert ist an diesem Game, der ist es teilweise genau aus diesem Grund. Und deswegen freue ich mich, dass das Spiel in der Entwicklung ist. Und eigentlich müssen wir ja auch gar nicht mehr so lange warten. Nur noch ein bisschen die Wochen und Monate zählen. Und dann müsste es eigentlich bald geschafft sein, liebe Freunde. Wie gesagt, ich zähle die Tage bis dahin.
werde natürlich weiter für euch die Augen offen halten, ob Informationen reinflattern, Videomaterial, Interviews etc. pp. Ihr seid hier gut aufgehoben, ich schaue das ja für euch nach und sobald ich wieder was Neues habe, meine Freunde, werde ich euch natürlich davon berichten. Für diejenigen unter euch, die wirklich jedes kleine Schnipsel zu Escape from Tarkov aufsaugen möchten, jede kleine Information, mag es auch nur ein Brotkrumen sein, der jetzt gerade neu in Tarkov verstreut wurde, dem kann ich die Tarkov Newsweek nahelegen. Also das Magazin der Developer, wo sie selber nochmal dokumentieren, was genau läuft ab. Wirklich ganz kleine Hintergrundsachen, die wirklich sehr viel Zeit fressen würden. Das 13. News-Magazin davon ist jetzt auch wieder einige Seiten lang. Dort geht es zum Beispiel um den neuen Community-Manager Dennis Blackberg Ananjev, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Dann nochmal um den Rückblick zur Gamescom, um das Arsenal, ein Interview für die MMORPG.com-Homepage und natürlich auch Developers Answers. Aber alles Sachen, die wir teilweise schon wissen, kommuniziert habe, die ich euch schon näher gebracht habe. Wie gesagt, ganz kleine Brotkrumen sind natürlich mit dabei, die euch vielleicht interessieren könnten. Ich würde sagen, schaut dazu doch am besten einfach selber mal rein. Ich habe euch das hier einmal verlinkt in der Beschreibung unten unter dem Video hier. Und dann könnt ihr euch das selber ja runterladen, angucken und durchlesen. An dieser Stelle, meine Freunde, bin ich raus. Mehr Input habe ich jetzt leider nicht für euch. Ich hoffe natürlich, dass einiges dabei war, was ihr noch nicht wusstet oder zumindest informativ fandet, sodass vielleicht ein wenig die Warterei doch mit ein paar anderen Informationen gefüllt werden konnte, bis es denn endlich soweit ist, dass wir alle endlich Escape from Tarkov zocken können. Also liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, falls nicht konstruktive Kritik wie immer in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer was, bis zum nächsten Mal, euer Gunshot.